Gut besucht die Halle. 300 Zuschauer wollen bei diesem Spitzenspiel mit dabei sein. Der ESV in Blau gegen die zweite Mannschaft des Erstligisten TuS Metzingen. Bei Metzingen zwei Erstligaspielerinnen mit bei und zwei weitere aus dem Erstligakader. Das erste Tor für den ESV getroffen hat Natascha Weber. Der Ausgleich durch eine Erstligaspielerin, die Laila Amega. Die Gastgeber in Unterzahl, Zeitspiel angezeigt, macht nichts. Franzi Peter setzt sich durch, 3:3. Die Führung dann wieder für Metzingen, diesmal durch die andere Erstligaspielerin Annika Niederwieser. Amelie Bayerl mit etwas Glück zum 6:5. Jetzt eine ganz starke Phase des ESV. Natascha Weber auf Andrea Vlakova, 7:5. Und weil es mit dem Torewerfen so gut klappt, Franzi Peter mit dem 8:5. Im ESV-Kasten diesmal Chiara Zellner und sie zeigt sich bärenstark. Die Abwehr war ja letzte Saison unser Problemkind. Es ist irre, wie die Mädels arbeiten. Jetzt gestützt immerhin einer guten Torhüterleistung. Heute Chiara Zellner hervorragend gehalten. Amelie Bayerl scheitert aus der zweiten Reihe noch an der Latte. Doch Natascha Weber hat aufgepasst. 9:5. Amelie Bayerl spielt wunderschön Sarah Mustafic am Kreis an. Jetzt wieder 4 Tore Vorsprung. Amelie Bayerl, der Topzugang aus Gröbenzell mit dem 12:8. Natascha Weber auf links außen Anna Fuhrmann und die unerwartet hohe Führung zur Halbzeitpause. Amelie Bayerl jetzt richtig in Regensburg angekommen mit ihrem 3. Tor zum 19:13. Da kommt Freude auf. Letizia Quest verkürzt auf 20:16. Anna Fuhrmann auf Julia Draxler 21:16. Andrea Vlakova dann mit den 22:17. 7 Meter für Metzingen. Katharina Panzer scheitert an Chiara Zellner. Andrea Vlakova mit ihrem 3. Tor zum 23:18 und nur noch gut 7 Minuten zu spielen. Doch Metzingen gibt nicht auf. Annika Niederwieser verkürzt auf 23:20. Isabel Todt kraftvoll durch die Mitte der Metzinger Abwehr. 24:20. Annika Niederwieser unaufhaltsam. Nur noch 24:22. Dann ganz wichtig, Chiara Zellner hält gegen Saskia Wagner den Vorsprung. Timeout des ESV. Letzte wichtige Anweisungen für die letzten 1¼ Minuten. Anna Fuhrmann auf Andrea Vlakova und die wird rüde gestoppt, 7 Meter. Und den verwandelt Natascha Weber zum 25:22. Letzter Treffer für Metzingen zum Endstand, 25:23. Es darf getanzt werden. Es war ein überzeugendes Spiel der Frauen in Blau. In Mitte der zweiten Halbzeit, wo wir 3, 4 schlechte Aktionen von haben, sofort sind wir hinten nicht mehr so konzentriert. Und dann schmilzt halt der Vorsprung dahin. Aber sie haben es über die Zeit ganz toll gemacht, haben dann entscheidend wieder einen Nadelstich gesetzt und war, denke ich, auch nie gefährdet, dass wir das Spiel gewinnen dann trotz allem. Die alleinige Tabellenführung ist jetzt beim ESV. Und mit diesem breiten Kader sollte heuer viel möglich sein.